Ich denke, viele von euch erinnern sich sicherlich an den Tag, wo ich hier auf dem Kanal mitteilte, dass ich meine erste Million durchbrochen hatte. Dieser Tag war vor ungefähr einem Jahr und jetzt ein Jahr später stehe ich tatsächlich sogar kurz davor, die zweite zu durchbrechen. Warum sage ich euch das Ganze? Ich damals, als ich anfing, hatte absolut gar keine Person, die mir helfen konnte. Ich habe von keiner Person gelernt, ich musste alles selbst herausfinden und ich habe extrem viele Fehler gemacht. Und einer der größten Fehler, den ich jemals gemacht habe, ist nicht früh genug zu investieren. Ich habe mehrere Krypto-Bullruns verpasst. Ich habe vor allen Dingen die komplette Pandemiezeit verpasst, so wirklich mit meinen Investments. Da hätte ich sehr viel Geld reinschieben können, habe es aber nicht getan in solche relativ sicheren Investments, wie beispielsweise in MSCI World. Und heute hätte ich sicherlich das Doppelte, wenn nicht sogar das Dreifache an Vermögen, wenn ich einfach früher smarter investiert hätte. Genau deswegen möchte ich euch heute hier in diesem Video eine Anleitung geben, die so wichtig für euch sein könnte, dass ihr langfristig damit euer Vermögen vervielfachen könntet. Selbstverständlich ist das Ganze keine Anlageberatung. Ihr wisst, ich bin kein Anlageberater. Das sind einfach nur Dinge, die ich wünschte, die ich damals gewusst hätte und die ich aber nicht wusste. Und viele von denen sind wirklich so detailliert und so wichtig und vor allen Dingen, ich denke mal auch teilweise so unbekannt, dass ich mich manchmal wundere, dass nicht mehr Menschen, die vielleicht schon ein gewisses Level an Vermögen erreicht haben, das einfach mal so online teilen. Und ich weiß, ich verspreche hier ziemlich viel. Das wird auch heute ein ziemlich großes Video, weil es gibt einige Dinge zu tun und einige Dinge, die ich euch gerne erklären möchte. Glaubt mir, bleibt dran. Das wird heute extrem wichtig. Wenn ihr mehr von solchen Investing-Videos sehen wollt, gerne einen Daumen nach oben. So, legen wir direkt los. Also, woran denken Millionäre? Das ist, glaube ich, das allererste, worüber ich mir persönlich Gedanken machen würde. Also, was tut die Person, die bereits das erreicht hat, was ich gerne erreichen möchte? Ich weiß noch damals, als ich anfing, da hatte mir damals mein Schornsteinfeger ein paar Tipps gegeben. Die waren eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber ich bin ganz ehrlich mit euch, ihr hattet mir damals, glaube ich, geraten, steck dein Geld in sichere Aktien und pack dein Geld in ein paar Anleihen. Kein unbedingt schlechter Tipp, aber die Frage ist natürlich, woran sollte man überhaupt denken, wenn man loslegt? Ich würde am Anfang an eines denken, wirklich nur an eine einzige Sache und das ist nicht Investing, sondern an Cashflow. Ihr müsst erstmal Cashflow aufbauen. Ihr könnt nicht aus 100 Euro eine Million machen, außer ihr habt vielleicht mega viel Glück und steckt das in irgendeine Kryptowährung rein, die dann halt mal 100.000 X oder sowas geht. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr aus 100 Euro eine Million macht, ist sehr gering. Und auch die Wahrscheinlichkeit, dass ihr aus 1.000 Euro eine Million macht, ist sehr gering. Und auch aus 10.000 Euro eine Million macht, zumindest über einen Zeitraum von, sagen wir mal, 10 Jahren, ist absolut unrealistisch. Das heißt, ihr braucht erstmal Geld, um Geld durch Investments machen zu können. Wenn ihr aber dann, zum Beispiel, sagen wir mal, zumindest 5.000 bis 10.000 Euro pro Monat verdient, dann kommt man langsam in so eine Welt, wo man denkt, ich kann nicht nur in eine kleine Sache investieren, sondern ich kann auch diversifizieren. Ich habe mal ein bisschen Funny Money. Ich kann das in Dinge reinstecken, die vielleicht auch völlig schief gehen werden, weil ich halt das Risiko suche und weil ich möchte, dass ich durch das Risiko vielleicht ein 2x oder ein 10x oder ein 100x oder was auch immer mal hinbekomme. Aber wenn man wirklich noch gar kein Geld hat, dann würde ich nicht mein Geld reinstecken in irgendwelche volatilen Kryptoprojekte, sondern dann würde ich einfach ganz konzentriert in eine super sichere Asset-Class Geld reinstecken. Das könnte zum Beispiel so etwas sein wie der MSCI World, also ein sehr diversifiziertes Investment über ganz, ganz viele Unternehmen. Wenn ihr aber dann, sagen wir mal, 5.000 bis 10.000 Euro verdient oder irgendwann 20.000 oder 50.000 oder 100.000 oder eine Viertelmillion oder wie viel auch immer im Monat verdient, glaubt mir, vor ungefähr 3-4 Jahren hätte ich mir niemals vorstellen können, dass ich mal in der Richtung bin von, nicht nur in der Richtung, sondern deutlich sechsstellig im Monat bin. Es hört sich verrückt an, ich weiß, und ihr wisst, ich habe es auch schon oft diesem Kanal hier bewiesen, ich habe niemals gedacht, dass ich damals da irgendwo jemals hinkommen werde und ich denke, viele von euch werden es jetzt vielleicht auch nicht glauben, ihr werdet sagen, wie kann man denn überhaupt so eine Summe Geld pro Monat verdienen, das werde ich doch niemals hinbekommen. Glaubt mir, irgendwann wird es eine richtig gute Opportunity geben und dann seid ihr vielleicht auf einmal bei 10.000 im Monat oder einmal bei 50.000 Euro im Monat und denkt ihr, jetzt sind die 100.000 gar nicht mehr so weit entfernt und dann geht das Ganze irgendwann immer, immer schneller. So, woran denken aber Millionäre, wenn sie investieren oder zumindest Leute, die schon ein sehr großes Vermögen angehäuft haben. Ich sage mal, ein großes Vermögen ist für mich persönlich alles über 500.000 Nettovermögen. Da kann man wirklich sagen, gerade im jungen Alter, das ist ein großes Vermögen. Und dann natürlich, wenn es um Millionen bzw. Multimillionen geht, da muss natürlich keiner drüber sprechen. Das sind selbstverständlich dann gigantische Summen Geld. Woran denken Millionäre, wenn sie investieren? Ganz klar erstmal an Rendite. Das heißt, wie viel kriegst du praktisch an Rendite pro Jahr raus, wenn du jetzt irgendwie 100.000 Euro da rein investierst, wie viel kriegst du pro Jahr aus diesen 100.000 Euro raus? Sind das, wenn du es irgendwie derzeit per Festgeld anlegst, gibt ja einige Banken, die geben da 4% oder 4,2, habe ich sogar manchen gelesen, tolle Werte derzeit, aber kriege ich halt aus praktisch einer Million in Anführungsstrichen nur 40.000 Euro raus. Wenn ich zum Beispiel das Geld in MSCI World reinlege, habe ich eine ungefähre Rendite seit dem Jahr 2000 von 10% pro Jahr. Wenn ich das Ganze seit der Auflegung betrachte, sprechen wir ungefähr über 7% pro Jahr. Das heißt, ich hätte irgendwas, sagen wir mal, zwischen 70 und
100.000 Euro pro Jahr mit dem MSCI World raus. Und das hört sich alles erstmal super an. Es gibt dann noch alle möglichen anderen Asset-Klassen, zum Beispiel Immobilien, die können richtig gute, können aber eine richtig schlechte Rendite haben und. Und da gibt es natürlich auch komplett verrückte Investments, verrückte, ihr wisst, was ich meine, zum Beispiel irgendwelche Kryptowährungen, da steckt ihr dann 100.000 rein und auf einmal habt ihr eine Milliarde raus. Sei es Dogecoin, sei es Shiba Inu früher mal gewesen, sowas gibt es. Aber ihr dürft natürlich immer nicht vergessen, alles hat Balance. Alles ist in irgendeiner Art von Balance. Und ich würde immer überlegen, wenn es eine große Opportunity gibt, Geld zu verdienen, wo ist mein Risiko? Und ich glaube, das bringt uns zum zweiten Punkt, nämlich der Verlässlichkeit des darunterliegenden Wertes. Nämlich, wenn ihr Geld in etwas reinsteckt, dann steckt ihr das Geld nicht in nichts rein, sondern ihr steckt das Geld in etwas rein, was einen intrinsischen Wert hat. Und zum Beispiel bei Kryptowährungen ist der intrinsische Wert sehr oft null. Das heißt, man hat keinen Wert in dieser Kryptowährung. Ich glaube auch, dass viele NFTs keinen Wert haben. Und der Wert wird also durch uns zugeordnet. Jetzt kommen viele vielleicht von euch um die Ecke und werden sagen, naja, Fiat-Geld, da ordne ich doch auch nur einen Wert zu. Praktisch hat ja Fiat-Geld auch keinen Wert. Und da liegt auch hundertprozentig richtig. Wenn es aber zum Beispiel um solche Dinge geht wie Kryptowährungen, sind die natürlich unfassbar volatil im Vergleich zu Fiat-Geld. Zum Beispiel Fiat-Geld, sowas wie der US-Dollar oder sowas, der schwankt mal im Jahr um 3-4%, wenn es heftig losgeht oder beziehungsweise wenn irgendwas Schlimmes passiert. Normalerweise, ist der Wert, um den er steigt bzw. fällt, noch deutlich geringer als 3-4%. Wenn es aber um Kryptowährungen geht, die steigen und fallen gerne mal 3-4% an einem Tag. Und dementsprechend muss man sich halt überlegen, was ist der Wert des Underlying Assets, des Wertes, der praktisch darunter ist, was ist der Wert mir wert und gleichzeitig natürlich auch, wie zuverlässig ist dieser Wert, was für ein Risikospektrum habe ich denn eigentlich bei meinen Investments. Zum Beispiel, wenn ihr nur auf Rendite geht, tja, könnte man vielleicht nur Geld in Krypto reinstecken. Dann habt ihr aber, weil ihr immer diese Balance habt, auf der anderen Seite brutal viel Risiko. Und da müsst ihr halt eine Mischung zwischen finden. Die meisten Millionäre, die ich kenne, investieren viel langweiliger, als ihr vielleicht denkt. Man denkt vielleicht irgendwie, oh, Millionäre, die stecken all ihr Geld in Krypto und dann mal hier 100.000, da 40% und hier 3.000%. Nein, die meisten Leute stecken das Geld wirklich in super, super konservative Investments rein. Deswegen werden auch extrem viele Leute durch Immobilien Millionäre. Deswegen werden extrem viele Leute durch sowas wie zum Beispiel den MSCI World langfristig Millionäre. Deswegen stecken zum Beispiel auch viele Millionäre sehr viel Geld in physische Dinge, wie zum Beispiel Gold oder sowas, weil die natürlich mit der Zeit an Wert gewinnen. Und ihr müsst euch überlegen, was ist die Verlässlichkeit des darunterliegenden Wertes? Wenn es zum Beispiel Gold ist, da wissen wir, seit 5000 Jahren, das hat immer einen Wert, das fällt nicht auf null. Während ich jetzt bei einem NFT-Projekt oder bei einer Kryptowährung sehr oft schon Rugpulls gesehen habe, wo Leute ihr ganzes Geld rausnehmen, die Founder zum Beispiel von dem Projekt und zack geht das Ding 99,999% runter und die Leute stehen dann und denken sich, oh mein Gott, was habe ich denn damit, sag ich mal, meinem College Fund der Tochter oder was auch immer gemacht. Also gibt es ja die verrücktesten Dinge. Gleichzeitig sollte man sich aber auch überlegen, bin ich gewillt, das Risiko einzugehen, um schnell Rendite zu machen? Und da muss man halt eine gute Mischung finden. Die meisten Millionäre, die ich kenne, investieren sehr konservativ und haben dann einen Teil von ihrem Portfolio in etwas sehr risikoreichem, weil sie dadurch wissen, okay, wenn das risikoreiche aufgeht, klasse, mache ich sehr viel Geld und wenn es nicht aufgeht und ich verliere da mein ganzes Geld, habe ich dennoch diese Investments, die mich absichern. Baut eure Investmentstrategie genauso auf, alles andere meines Erachtens ist Blödsinn. Dann dritter Punkt ist Liquidität. Wie schnell könnt ihr das Ganze wieder loswerden? Zum Beispiel, ich persönlich muss ehrlich sagen, ich spiele seit Jahren mit dem Gedanken, irgendwas im Bereich Immobilien zu machen. Bloß jedes Mal, wenn ich über das Thema Immobilien stolper und Leute verkaufen das als etwas total Tolles und ja, da gibt es sogar die 107% Finanzierung und du kannst das gegen die Steuer gegenrechnen, damit verminderst du deine Einkommensteuer, kannst also praktisch absetzen und der Wertzuwachs und gerade wenn nicht viel gebaut wird, dann wird natürlich der Wohnraum knapper, die Mieten steigen. Das sind alles die Argumente für Immobilien, bloß das Hauptgegenargument meines Erachtens ist Liquidität. In unserer Familie haben wir zum Beispiel schon mal Immobilien verkauft und ich kann euch sagen, eine Immobilie loszuwerden ist verdammt schwer. Und deswegen ist es nicht wirklich liquide. Zum Beispiel die meisten Millionäre, die ich kenne, sind wahnsinnig paranoid, weil sie einfach wissen, dass zum Beispiel Regierungen auch ganz schnell böse werden können. Was meine ich damit? Wenn zum Beispiel, siehe Venezuela, siehe andere gerade derzeit südamerikanische Staaten, die sehr strugglen, siehe aber auch in Asien, Myanmar oder wo auch immer, wenn du irgendwo zum Beispiel eine instabile Regierung hast oder hast eine Regierung, die sehr viel Kontrolle ausübt auf deinen
Business, auf die Gesetze, auf deine potenziellen Investments, dann fragt man sich natürlich, möchte ich an diesem spezifischen Ort sehr viel von meinem Geld in einem illiquiden Asset drin haben? Das heißt, in etwas drin haben, was ich nicht schnell bewegen kann. Zum Beispiel Aktien kann ich verkaufen, zack, da gibt es eigentlich immer, solange ich jetzt nicht irgendwie eine total kleine Aktie bzw. Aktien von einer Firma kaufe, kann ich die jederzeit auf dem Markt verkaufen, zack, hab mein Geld, lass mir das schnell auszahlen, super, hab mein Geld. Wenn ich zum Beispiel eine teure Uhr oder sowas habe, die kann ich mitnehmen. Dann nehme ich sie zum Beispiel aus dem Safe raus, weiß nicht, gehe damit irgendwo anders hin und kann sie da wieder veräußern. Selbe gilt auch für Gold. Gold kann man sich, weiß nicht, in den Kofferraum packen und fährt man über die Grenze nach Liechtenstein und schon ist man sicher. Also da gibt es, wie gesagt, so ganz, ganz viele Dinge, auf die ich achten würde und ich würde mir immer überlegen, wie liquide ist denn eigentlich mein Asset? Das heißt, wie schnell kann ich es zum Beispiel zu Geld machen? Wie kann ich es oder kann ich es überhaupt mitnehmen, über Grenzen, kann ich mit ins Flugzeug nehmen, kann ich es zum Beispiel nur im Schengen-Raum transportieren und so weiter und so fort. Zum Beispiel, wenn ihr probiert, ein Kilo Gold in, sag ich jetzt mal, den Flughafen mitzunehmen und damit irgendwo hinzufliegen, dann werden die sicherlich sagen, nö, müssen sie anmelden, beziehungsweise gibt es noch andere Probleme. Wenn ich aber zum Beispiel ein Ledger habe mit Kryptowährungen drauf und da stecken 100 Millionen drauf, sieht aus wie ein USB-Stick. Da kann die Regierung nichts machen, aber wirklich gar nichts und ich kann dementsprechend die 100 Millionen mitnehmen, wo auch immer ich hin möchte. Dasselbe gilt übrigens auch, und da kann man wieder lokalisiert arbeiten, mit solchen Orten wie dem Schengen-Raum. Zum Beispiel im Schengen-Raum kommt man sehr leicht über Grenzen, beziehungsweise nicht existierende Grenzen, wenn ich zum Beispiel irgendwie eine teure Uhr oder sowas habe oder irgendwelche anderen Assets, kann man die sehr schnell zum Beispiel von Deutschland nach Frankreich verlegen oder von Deutschland, sagen wir mal, nach Österreich oder wo auch immer hin. Und Millionäre denken genau darüber nach. Das heißt, wie schnell kann ich das, was ich habe, liquide machen oder es mitnehmen, sodass es nicht mehr in der Kontrolle von der Regierung ist. Dann die Beweglichkeit. Das habe ich jetzt praktisch schon vorweggenommen, nämlich kann ich das mitnehmen irgendwo anders hin. Haus, keine Chance. Uhr, no problem. Gold, außerhalb der EU, schwer. Und das, wie gesagt, ist das, worauf man wirklich achten sollte, wenn man sehr viel Geld hat, nämlich, dass man nicht nur, meines Erachtens, diese festen Investments hat wie eine Immobilie, sondern dass man auch praktisch liquide Investments hat, die man zu Cash machen kann oder schnell mitnehmen kann. Dann der nächste Punkt ist die steuerliche Implikation beim Kauf und beim Verkauf. Nämlich, man könnte jetzt vielleicht denken, boah, das gibt mir, sagen wir mal, eine 10% Rendite pro Jahr. Tja, wenn aber der Einkommensteuersatz drauf fällt, dann, und du zum Beispiel halt ein Einzelunternehmen sowas hast und es wird darüber das Investment gemacht, dann zahlst du, wenn du halt einen sehr hohen Verdienst hast jedes einzelne Jahr, auch sehr hohe Steuern, die in Deutschland bis zur Reichensteuer von 45% gehen können. Ich zum Beispiel habe einen Durchschnittssteuersatz von derzeit ungefähr so 44,7% oder irgendwie sowas. Ich zahle die höchstmöglichen Steuern in Deutschland. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel als Einzelunternehmer mit irgendjemandem Projekt aufbauen. Ich beteilige mich daran, was ich auch als Investment sehe. Durch zum Beispiel mein Wissen beteilige ich mich, ich helfe der Person und dadurch kriege ich zum Beispiel Anteile. Dann muss ich genau das, was aus diesem Projekt rauskommt, mit diesem persönlichen Steuersatz versteuern. Man kann natürlich Kapitalgesellschaften vorschieben, wie eine GmbH oder eine UG oder whatever und dadurch Steuern reduzieren. Genau deswegen gibt es zum Beispiel auch sowas wie Beteiligungsgesellschaften. Das ist meistens dann abgewickelt über eine GmbH. Es gibt dann aber, wie gesagt, noch andere Steuern, die man sich anschauen sollte. Das heißt, wenn ich bei so einem Projekt beteiligt bin, muss ich zum Beispiel den höchstmöglichen Steuersatz zahlen, wenn ich es als Einzelunternehmer löse. Wenn ich aber Geld in Aktien reinstecke, habe ich halt nur praktisch meine Abgeltungssteuer, zahle da meine, 25-30% oder whatever und dann ist, wie gesagt, die Steuer beglichen. Es gibt dann aber auch bei Aktien sowas wie zum Beispiel Quellensteuern. Wenn ich halt Investments in anderen Ländern habe, beziehungsweise Aktien von Unternehmen im Ausland kaufe, darauf muss man auch achten. Oder wenn ich zum Beispiel Geld in Kryptowährungen stecke, meine ich, gibt es immer noch in Deutschland, ich halte meine Kryptowährung in der Regel nicht länger als ein Jahr, aber gibt es, meine ich, immer noch die Spekulationsfrist. Das heißt, nach einem Jahr sind dann praktisch meine Kryptos steuerfrei. Und wenn man also über ein Investment nachdenkt, muss man auch über die Steuern beim Kauf und beim Verkauf nachdenken. Zum Beispiel deswegen bin ich ein großer Fan von so etwas wie ETFs, weil wenn ich zum Beispiel ein ETF für immer halte, ja, es gibt ganz kleine Steuern, die anfallen, die aber nur relevant hoch sind, wenn der Leitzins auch sehr hoch ist, was derzeit praktisch der Fall ist, aber dort zahle ich sehr wenig Steuern und halte meine Investments aber für 30, 40, 50 Jahre. Ich werde mein MSCI World niemals verkaufen, ich habe jetzt schon eine gewaltige Summe drin. Und meine Kinder kriegen das vielleicht irgendwann mal. Da muss man halt gucken, dass man das über eine Stiftung oder sowas macht, falls ich in Deutschland bleibe. Aber auf jeden Fall, so kann ich über das Investment nachdenken und weiß, okay, dieses Investment, das wird nicht wirklich besteuert und das wahrscheinlich für immer nicht.
Und deswegen bin ich zum Beispiel ein großer Fan von ETFs, weil ich nicht viel machen muss. Ich stecke mein Geld rein. Die Underlying Assets sind praktisch echte Firmen. Deswegen bin ich ein großer Fan davon. Ich glaube sowieso daran, dass die Weltwirtschaft langfristig nicht einknicken wird, sondern eher größer wird. Und die Historie gibt mir recht. 7-10% Rendite pro Jahr über 50, 60, 70 Jahre ist Wahnsinn und ich muss halt nichts tun. Da kommen natürlich wieder manche Leute mit einem Aluhut und sagen, naja, wenn du in BlackRock, ETFs und dergleichen investierst, dann gibst du ja praktisch Geld an Leute, die dann auch auf die Unternehmen großen Einfluss haben können, was sie ja auch tun durch solche Dinge wie ESG und dergleichen. Also gibt es ja die schlimmsten Dinge, die da passieren. Aber rein für mich persönlich ist es ein wahnsinnig gutes Investment, Geld in ETFs reinzustecken. So, dann der letzte Punkt ist auch nochmal Unabhängigkeit von Regierung. Das ist auch nochmal super wichtig. Ich bin zum Beispiel, was Regierung angeht, sehr kritisch. Es gibt einige sehr kompetente Regierungen der Welt, denen ich vertraue. Und es gibt andere Regierungen, denen ich nicht vertraue. Und zum Beispiel einer Regierung, wo ich ganz ehrlich bin, wo ich nur semi-vertraue, ist Deutschland. Zum Beispiel, es kommt für mich sehr darauf an, wer an der Macht ist. Wenn man zum Beispiel so aus den linken Parteien Sachen hört wie Enteignung und es darf keine Millionäre geben und sowas, dann denke ich, wenn die in der Macht sind, dann vertraue ich der Regierung nicht. Während ich zum Beispiel nicht so ein großer Fan von der CDU bin, aber wenn die in der Macht sind, muss ich mir zumindest keine großen Sorgen machen, dass ich enteignet werde. Und da, wie gesagt, ist so der Fokus für mich. Wenn ich Investments mache, dann überlege ich, kann ich dieses Investment schnell irgendwo anders hintun? Kann ich vor allen Dingen aber auch Investments machen, die nicht ständig von der Regierung in irgendeinem Maße beeinflusst werden? Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Immobilie habe und dann kommen solche Leute wie Habeck um die Ecke und sagen, hey, lasst uns doch mal Wärmepumpen einbauen und damit praktisch ruinieren wir euch, dann denke ich mir, oh verdammt, wenn ich jetzt ganz viele Immos hätte, hätte ich ein Riesenproblem. Wenn ich aber so etwas habe wie ein REIT, ein Real Estate Investment Trust, was ich zum Beispiel habe, also praktisch, wo ich Geld reinvestiert habe, dann habe ich diesen ganzen Hassel, diese ganzen Probleme nicht. Ja, meine Rendite könnte runtergehen, aber ich habe halt nicht diese ganze Arbeit selbst zu erledigen. Und ich persönlich investiere sehr viel Geld einfach in MSCI World, ein paar andere Dinge selbstverständlich auch, aber vor allen Dingen in MSCI World, weil der, was Rendite angeht, was Diversifikation angeht und was all die Punkte, die ich gerade benannt habe, angeht, für mich das Beste ist. Weil auch der Einfluss von deutschen Regierungen auf einen praktisch ETF, der gehalten wird von oder aufgelegt wird von BlackRock oder Vanguard oder wem auch immer, ist ziemlich gering. Und die werden auch nicht verboten, glaube ich zumindest nicht, weil es einfach keinen Angriffspunkt für die Regierung gibt, dass sie sagen, oh, das ist irgendwas Böse. Das ist nichts wirklich Spekulatives, das ist nichts, wo jetzt extrem viel Geld, sag ich jetzt mal, irgendwie short-term gehandelt wird oder sowas. Das ist etwas, was langfristig erprobt ist. Also, Unabhängigkeit von der Regierung ist mir persönlich sehr wichtig, weil ich persönlich Deutschland nicht immer vertrauen kann, gerade wenn linke Parteien an der Macht sind. Und vielleicht in anderen Regionen der Welt, wo eine Regierung nicht für 5 Jahre an der Macht ist, sondern für 10, für 20, für 3, oder hier in Deutschland 4, aber wo eine Regierung zum Beispiel nicht für, weiß nicht, 10 oder 20, sondern für 30, 40, 50 Jahre an der Macht ist und man hat ein System, das sehr, sehr sicher ist, das ist dann schon wieder interessant. Auch wenn natürlich Monarchien nicht unbedingt immer das Beste sind. Es gibt gute Monarchien, es gibt schlechte Monarchien. So viel schon mal dazu. Okay, dann der nächste Punkt. Kaufe und investiere. Das ist jetzt extrem wichtig. Nämlich Millionäre bauen Assets bzw. Werte auf. Werte können durch Cash, das sind die Dinge, die ihr euch einbringen müsst. Werte können durch Cash, also ganz normales liquides Fiat-Geld, obwohl theoretisch auch durch Krypto, Schulden oder gehebelt Rendite erzielen. Damit ist Folgendes gemeint. Also, wenn ihr in etwas investiert, dann könnt ihr es kaufen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Barren Gold kaufe, dann habe ich den Barren Gold. Das ist der Barren Gold, den ich von meinem eigenen Geld bezahlt habe. Ich kann natürlich auch Schulden aufnehmen und den Barren Gold kaufen. Das wäre die zweite Option. Macht jetzt nicht wirklich viel Sinn meines Erachtens, aber gut, wäre denkbar. Und dann das dritte ist noch gehebelt Rendite. Das geht bei Gold im physischen Sinne eher schlecht. Gehebelt bedeutet, dass ich einfach sagen kann, so, ich habe nicht mit meinen 30.000 Euro jetzt irgendwie ein Block Gold gekauft, sondern mit meinen 30.000 Euro habe ich den einen Block 10-mal gekauft, habe also praktisch dann 270.000 Euro, die ich nicht bezahlt habe, aber dennoch aus den restlichen 270.000 Euro, daraus kann ich dennoch Rendite erzielen. Das bedeutet gehebelt. Das heißt, ihr könnt einfach Cash kaufen, ihr könnt Schulden machen und kaufen mit dem Geld, das ihr aufgenommen habt, oder ihr könnt halt einen Teil des Geldes einzahlen und dann halt hebeln. Aber auch hier wieder denkt an die Balance. Wenn man hebelt, hat man auch ein sehr großes Verlustrisiko in der Regel. Außer man hat einen sehr genauen oder sehr klaren Stop-Loss. Was das ist, erkläre ich irgendwann mal in einem anderen Video. So, wir haben jetzt hier nun 4 Werte. Und anfangs steht immer da, was ich nehme und worein ich investiere. Zum Beispiel,
wenn ich jetzt Cash habe, wenn ich ganz normales Geld auf der Bank habe, dann kann ich damit zum Beispiel physisches Gold kaufen. Gehe ich zum Goldhändler meines Vertrauens, zum Beispiel in Berlin ist das bei mir, Degussa, da kann ich auch mein Geld zum Beispiel, mein Gold in diesem Falle verwahren, würde ich euch immer empfehlen. Habt niemals irgendwelche Wertsachen zu Hause. Ich habe nichts zum Beispiel hier, was irgendeinen Wert hat. Ich glaube, mein iPhone ist wahrscheinlich oder PC hier das Wertvollste, was ich habe. Stort immer alle von euren wichtigen Assets außerhalb. Da gibt es überall in Deutschland Storage Facilities außerhalb vom Bankensystem. Da könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr Gold kauft bei Degussa, dann lagert es direkt bei Degussa ein. Die haben die besten Safes, die haben den besten Security-Schutz und so weiter und so fort. Niemals Wertsachen an einem dämlichen Ort lagern. Zum Beispiel jetzt irgendwie, weiß nicht, in eurem Keller oder auf dem Dachboden oder whatever. Bringt diese Dinge zu, meines Erachtens, einem Storage im oder außerhalb vom Bankensystem. Wenn ihr sagt, ich möchte zum Beispiel ein Bankschließfach anmieten, kann man machen. Bloß, wenn zum Beispiel dann mal irgendeine Staatskrise existiert oder ihr geht insolvent oder whatever, dann muss natürlich die Bank, weil die eine Auskunftspflicht haben, dem Staat sagen, hier liegt das Geld von Leon Chautari. Und dementsprechend kann der Staat sich auch dieses Geld nehmen. Das kommt dann in die Insolvenzmasse rein. Und eigentlich müsste man sagen, immer alles, was ihr besitzt, kommt in die Insolvenzmasse rein. Aber wenn ihr natürlich eine Storage Facility außerhalb vom Bankensystem habt, das nur auf ganz genaue Nachfrage Auskunftspflichten hat, seid ihr natürlich sehr, sehr sicher. Weil dann könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr irgendwas riecht, irgendein Problem riecht, geht ihr dahin, holt das ab, fertig und ihr seid damit durch. Deswegen ist es ganz smart, meines Erachtens Wertsachen außerhalb vom Bankensystem zu lagern. Und das ist eine Sache, die euch auch Millionäre nicht verraten. Ich kann euch sagen, ich habe an allen möglichen Orten Werte. Ich sage auch nicht wo, weil das wäre ein bisschen dämlich. Aber auf jeden Fall, es gibt ganz, ganz viele Storage Facilities, nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland, übrigens auch in Liechtenstein und der Schweiz beispielsweise, wo ihr Gold einlagern könnt oder andere Dinge einlagern könnt und wo ihr sogar in einigen Fällen in Singapur einen Livestream von euren Produkten bekommen könnt, die ihr dort eurem Gold, das ihr im Safe drin habt. Und immer wenn ich bei solchen Facilities bin, kommen da die absolut größten Baller und Bonzen, die du dir vorstellen kannst. Solche Leute, die dort hinkommen, die schließen eine sehr hohe Versicherung ab, was diese Werte angeht, und die storen dann manchmal da halt ruhig ein paar Millionen Euro in einem Fach. Und das machen ganz, 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 ganz viele wohlhabende Leute, weil sie paranoid sind gegenüber den Regierungen. Dann der nächste Punkt ist der folgende, nämlich, also erster Wert ist Cash. Ihr könnt einfach mit Geld physisches Gold bezahlen, nehmt das, stort das irgendwo. Wert Nummer zwei wäre zum Beispiel Schulden zu machen. Da gibt es dann solche Dinge wie eine 107% Finanzierung. Das heißt, ihr geht zur Bank, sagt hier, habe ich meine Immobilie, diese Immobilie, die würde ich gerne kaufen und dafür brauche ich Geld. Die Bank guckt sich dann euch an, seht, ihr habt vielleicht irgendwie ein gutes Einkommen oder ihr habt selbst vielleicht ein Eigenheim, wo dann die Bank schlussendlich sagen könnte, ja gut, wenn ihr es nicht zurückzahlt, die 107% Finanzierung, dann können wir zumindest das Haus holen oder vielleicht habt ihr einen Sportwagen oder vielleicht habt ihr irgendwas anderes, was von Wert ist. Und dann wird euch die Bank das Geld geben. Das heißt, die Bank gibt euch das Geld dafür, die Immobilie zu kaufen. Und die Immobilie wird natürlich dann gemietet von jemandem, der mehr zahlt als die praktisch die Zinsen und die Tilgung zusammen kosten. Das heißt, nehmen wir zum Beispiel jetzt mal an, ihr zahlt irgendwie pro Jahr, um das ganze Ding zu tilgen, sagen wir mal 6.000 Euro oder sowas, 500 Euro im Monat. Und ihr kriegt an Miete aber vielleicht 800 oder sowas rein. Dann habt ihr praktisch 4.600 Euro Gewinn, da geht ihr vielleicht noch Hausgeld und whatever runter, habt ein paar tausend Euro Gewinn mit dieser Wohnung jedes einzelne Jahr gemacht. Und ihr zahlt also praktisch dann den Kredit ab durch die Tilgung und zahlt die Zinsen, plus ihr habt noch etwas on top. Und wenn dann tatsächlich eines Tages mal die Immo abbezahlt ist, dann habt ihr eine Immo und ihr hattet die ganze Zeit einfach jemanden, der für euch die Schulden bezahlt hat. Das ist der gesamte Gedanke hinter der 107% Finanzierung, finde ich persönlich, ist absolut machbar. Derzeit finde ich persönlich die Zinsen ein bisschen hoch von den Banken, gerade so 4,5%. 5% ist keine Seltenheit. Ich würde es derzeit nicht machen, ich persönlich, aber auch viele Leute machen es derzeit. Also müsst ihr wirklich selbst entscheiden, ob ihr das Ganze machen wollt oder nicht. Diese 107% Finanzierung sind natürlich aber auch ein bisschen risky, weil ihr selbstverständlich immer dafür sorgen müsst, dass wirklich jemand diese Immobilie mietet. Wenn niemand die Immobilie mietet, was in Deutschland eher unwahrscheinlich ist, aber wenn niemand die Immobilie mietet, dann müsstet ihr natürlich selbst den Zins zahlen, beziehungsweise müsstet selbst irgendwie diese Schulden tilgen und das wäre natürlich nicht das, was ihr eigentlich wolltet. Aber hier haben wir also nun ein Investment, wo ich Schulden aufnehme. Dann haben wir Wert Nummer 3, den ich kaufe, nämlich durch Cash und Schulden. Da sind auch wieder
Immobilien, denke ich mal, ein sehr gutes Beispiel. Nämlich, man zahlt zum Beispiel 25% für die eigentliche Immobilie. Sagen wir mal, die Wohnung kostet irgendwie 200.000, zahle ich also von 25%, das ist mein Downpayment, also 50.000 Euro, und dann nehme ich Schulden über 150.000 Euro auf, also die überbliebenen 150.000 Euro, um den Kaufpreis zu zahlen. Wir gehen davon aus, dass die ganzen Maklergebühren etc. da alle schon drin sind, und dann habe ich meine Immobilie, und der Kredit wird natürlich auch in diesem Falle von dem Mieter zurückgezahlt, aber ihr habt auch 50.000 Euro bereits reingesteckt. Und dann der vierte Wert ist natürlich ein gehebelter Wert, und da könnt ihr Folgendes machen, nämlich ihr nehmt Geld, ihr steckt das irgendwo rein, ihr hebelt das, das kann zum Beispiel mal 30 sein, das kann mal 100 sein, obwohl ich meine, in der Europäischen Union ist derzeit der maximale Hebel 30, außerhalb von der Europäischen Union müsste es 1.000 sein, soweit ich weiß, die meisten Plattformen zum Beispiel anbieten, zum Beispiel Naga, so eine Plattform, da könnt ihr halt 30-fach hebeln. Hört sich erstmal brutal viel an, wenn ihr aber Assets habt, die sehr, sehr langsam sich bewegen, zum Beispiel sowas wie ein MSCI World dergleichen, ja, sowas könnt ihr auch hebeln, oder sei es zum Beispiel irgendwie ein Forex-Paar, so ein Fremdwährung-Paar. Sowas lohnt sich dann tatsächlich zu hebeln. Die meisten Leute hebeln mit zum Beispiel 4%, wenn es ihr eigenes Portfolio ist. Wenn sie aber zum Beispiel Daytrading machen, dann hebeln ganz, ganz viele auch mit 30%, beziehungsweise mit 30 als Hebel. Das heißt, wenn ich 1.000 Euro investiere, habe ich dann aber 30.000 investiert. Das heißt, wenn es zum Beispiel irgendwie um 1% hochgeht, dann habe ich jetzt nicht auf die 1.000 Euro 10 Euro gemacht, sondern habe auf die 30.000 Euro dann praktisch nach 300 Euro gemacht. Das wäre in diesem Fall hier das gesamte Prinzip hinter dem Gehebelten. Hinsichtlich Risiko würde ich persönlich sagen, Cash ist immer das, wo ihr am wenigsten Risiko habt. Cash und Schulden dann am zweitwenigsten Risiko. Schulden dann am drittwenigsten Risiko, und gehebelt wäre dann das meiste Risiko, obwohl ich mir bei gehebelt und Schulden, das ist immer so die Sache, kann beides risikoreich oder risikoarm sein, kommt darauf einfach an, wie viel Schulden ihr aufnehmt, wie hoch der Betrag ist, wie eure derzeitige Lebenssituation aussieht. Und beim investierten Kapital muss man natürlich auch sagen, wenn das gehebelt wird, naja, wenn ihr einen Hebel von 1 zu 4 oder sowas habt, und ihr was langsam Bewegendes tradet, ist auch nicht meines Erachtens so sonderlich risikoreich. Genau, dann wichtig, steuerliche Regelung bei Assetklassen nicht vergessen. Bevor ihr investiert, überlegt euch, wie viel Geld ihr an Steuern zahlen müsst. Das wusste ich zum Beispiel anfangs nicht, und Millionäre sind sich dem sehr bewusst. Die wissen ganz genau, okay, hier rein stecke ich mein Geld, aber, und das ist meine Rendite, aber was kriege ich wirklich raus? Weil wenn ich irgendwie 10% bekomme, aber ich muss die Hälfte an den Staat abgeben, ja toll, dann habe ich halt nur 5%, während bei etwas anderem, wo ich vielleicht nur 6,5% bekomme, aber 0% Steuern zahle, dann habe ich halt 1,5% mehr Rendite gemacht und habe nicht den Hassel, dass ich da irgendwas in der Steuer angeben muss, beziehungsweise ich muss zumindest keine expliziten Zahlen dort angeben, weil es einfach eine bestimmte Asset-Klasse ist oder die Spekulationsfrist vorbei ist oder whatever. So, dann Fokus versus Diversifikation. Das ist eine Frage, die ich immer wieder auf dem Kanal bekomme, nämlich soll ich mein Geld einfach in eine Sache reinstecken? Was auch viele Investoren empfehlen, das glauben aber die wenigsten, aber viele Investoren sagen zwar, diversifizieren und investieren ganz, ganz viele Dinge. Andere Investoren sagen aber, naja, wenn du dir mit einer Sache richtig sicher bist und du weißt ganz genau, was es für ein Unternehmen ist oder was es für eine Asset-Klasse ist, beziehungsweise was es für ein Asset generell ist, dann steck dein Geld rein und dann weißt du ja, dass das wahrscheinlich hochgehen wird. Wenn du zum Beispiel wüsstest, ganz sicher, dass das hochgeht, würdest du nicht mehr Geld reinstecken. Klar, würdest du. Und das ist so ein bisschen die Problematik. Die meisten Leute am Anfang haben keinen blassen Schimmer, was sie tun. Ich auch nicht. Und ich komme erst langsam so dahinter, bin ich ehrlich mit euch. Genau deswegen setze ich persönlich auf Diversifikation. Und Diversifikation führt langfristig zu wahnsinnigen Renditen. Fokus kann aber noch zu viel mehr Renditen führen. Deswegen, Fokus bedeutet also, Geld in wenige Assetklassen und wenige individuelle Investments stecken. Diversifikation bedeutet, Geld in viele Assetklassen und viele Investments stecken. Der Fokus von Millionären ist meistens, langweilige, langfristig rentable Investments zu finden und dort Geld reinzustecken. Sowas wie ein MSCI World oder Immobilien. Es gibt dann aber halt, wie gesagt, noch konservative Millionäre, die dann sagen, okay, die Werte, die müssen echt sein und sie dürfen nicht auf Null gehen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Geld in eine Firma reinstecke, irgendeine Aktie. Die Aktie kann auf Null gehen, wenn die Firma insolvent geht, siehe Wirecard. Wenn ich aber Geld in Immobilien stecke, ist es sehr unwahrscheinlich, dass die komplette Immobilie 0 Euro wert wird, außer es sind zum Beispiel irgendwelche Crackhäuser in Detroit oder sowas. Viele von euch kennen da vielleicht die Stories, dass die Dinger halt auf Null runtergegangen sind, praktisch. Und heute Leute ihr Geld dafür zahlen. Zum Beispiel in Italien gibt es ja auch diese 1-Euro-Häuser, die man halt selbst noch renovieren muss, die also praktisch irgendwann keinen Wert mehr haben. Wenn ich aber zum Beispiel, sagen wir mal, in der Nähe des Brandenburger Tores hier in Berlin ein kleines 30, 40 Quadratmeter Apartment kaufe, wird höchstwahrscheinlich immer das jemand
mieten, weil die ganzen Sehenswürdigkeiten in der Nähe sind, die Unis in der Nähe sind, die Anbindung ist super, in Berlin-Mitte herrscht das Leben, dafür zahlen Leute Geld. Und dementsprechend ist der Wert von dieser Immobilie, auch wenn es mal fluktuiert, nicht null. Und ich glaube, das ist das, was viele konservative Investoren sehr an Immobilien schätzen. Gleichzeitig natürlich auch steuerliche Implikationen. Wenn du deine Immobilien in eine GmbH reinpackst, die nur Immobilien verwaltet, zahlst du in Deutschland 15%. Wenn diese Immobilien GmbH Teil einer Holdinggesellschaft ist oder beziehungsweise die Holdinggesellschaft hat halt als operative Gesellschaft darunter die Immobiliengesellschaft, dann zahlt man zwar 15% an Steuern, aber dann die operative, und dann die Holdinggesellschaft kann halt, wie gesagt, dieses Geld halten und kann das Geld dann zum Beispiel auch über Darlehen an andere Unternehmen weitergeben, und da gibt es dann smarte Strukturen. Konservative Millionäre und generell Millionäre, gerade aber Leute, sag ich mal, über so 5 Millionen Euro, wo ich noch nicht bin, hoffentlich bald. Leute, die so über 5 Millionen, über 10 Millionen haben, die wirklich schon ein großes Portfolio an Immos haben, nicht nur eine, sondern ich sag mal vielleicht 5, 10 oder vielleicht 15 oder 20 Immobilien oder sowas. Solche Leute beginnen dann wirklich drüber nachzudenken, in welche Struktur sollte ich meine Immos packen. Wichtig ist dann natürlich auch, dass ihr euch selbst Raum für Risiko schafft. Nicht am Anfang. Wenn ihr eure ersten, was weiß ich, 50.000 Euro irgendwann mal zusammen habt, packt die in was Sinnvolles, langfristig Rentables rein. Wenn ihr aber dann, sag jetzt mal, Geld übrig habt, ich nenne es mal Funny Money, Geld, das ihr einfach irgendwo reinstecken könnt, dann würde ich persönlich Folgendes euch empfehlen. Nämlich, nehmt euch diese ganz explizite, spezifische Summe, es muss ein Prozentsatz sein, es darf nicht eine absolute Summe sein. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel, sagen wir mal, diesen Monat 10.000 Euro verdient, im nächsten Monat 5.000 Euro, dann sollte nicht in beiden Monaten eure spekulative Summe 2.000 Euro sein, weil im ersten Monat wären es 20% und im zweiten Monat wären es 40% von eurem kompletten Kapital, das ihr investiert. Dementsprechend immer einen Prozentsatz nehmen, sowas wie zum Beispiel 5% in Kryptos. 5% halte ich persönlich für absolut sinnvoll, 10% auch, alles was drüber ist, ist nicht ganz so meins. Also zum Beispiel in meinem Falle derzeit habe ich ungefähr so 6, 7% würde ich sagen in Krypto. Ich denke, ihr habt meine, vielleicht sogar ein bisschen weniger, obwohl, sagen wir mal 6%, 5, 6% habe ich ungefähr derzeit in Krypto. Ich kann nicht sagen, ich habe fast 1 Million Euro derzeit angelegt. Nicht in Krypto, sondern insgesamt in meinen Investments, und damit bin ich sehr zufrieden. Das heißt, Krypto, wie gesagt, könnt ihr euch ja ausrechnen, machen so ungefähr 140.000 Euro schätzungsweise aus. Das ist derzeit so der Part, Quatsch, was sage ich denn? Ungefähr 60.000, 70.000 Euro aus. Das ist derzeit so der Part, den ich in Kryptowährungen drin habe. Ein bisschen mehr derzeit, sagen wir aber vielleicht doch irgendwie 8-9%. Und dann das nächste, was ich machen würde, wäre Folgendes, nämlich ich würde schauen, dass ich auf jeden Fall sobald wie nur irgendwie möglich mit dem Investieren starte. Das heißt, ich würde mal feste Prozentsätze haben, zum Beispiel 5% irgendwie in Krypto, was weiß ich, in meinem Fall habe ich zum Beispiel, oh Gott, was sind das? Entschuldigt, wenn ich diesbezüglich manchmal nicht ganz so die Zahlen auf dem Schirm habe, weil es ist bei mir nicht alles an einem Ort. Viele Leute machen das vielleicht besser als ich, packen einfach alles in irgendeine Software rein und dann haben sie halt ihre ganzen Assets da. Ich habe das eher leider so ein bisschen dezentralisiert. Ich habe zum Beispiel ein paar Krypto auf BSDEX, ein paar auf Binance. Ich habe meine Investments in Aktien, ETFs auf Comdirect etc. etc. Aber zum Beispiel, ich würde sagen, 50% von meinem kompletten Portfolio ist nur ein einziger Wert, nämlich der MSCI World. Und damit werde ich auch weiter arbeiten. Das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. So, und ihr fragt euch jetzt vielleicht, worin investiere ich denn eigentlich? Ich investiere relativ diversifiziert in unterschiedliche Dinge, aber, und ich glaube, das ist das Wichtige, ich habe ganz klare Fokuspunkte. Und mein absoluter Hauptfokuspunkt ist der MSCI World. Ich habe zum Beispiel Geld drin in Anleihen, ich habe Geld drin in Edelmetallen, ich habe Geld drin in ETFs. Zum Beispiel MSCI World. Ich habe Geld in Immobilien, aber nur über REITs. Also nicht, ich habe keine physische Immobilie. Möchte ich auch erstmal nicht. Ich habe Geld in Real Estate Investment Trust. Stell dich das Ganze vor, so ungefähr wie eine Aktie von einem Unternehmen, das Immobilien hält, bloß dass diese Unternehmen gezwungen sind, per Gesetz einen bestimmten Prozentsatz der Mieteinnahmen an die Investoren auszuschütten. Und finde ich persönlich smart, weil ich oftmals eine Rendite habe bei diesen REITs von 5 bis 10%, manchmal sogar ein bisschen mehr. Und ich mich um nichts kümmern muss. Ich muss mich nicht um die tropfende Decke kümmern. Ich muss mich nicht darum kümmern, ob, was weiß ich, die Müllabfuhr in dem jeweiligen Ort streikt. Muss ich alles nicht machen, sondern ich muss einfach nur mein Geld reinstecken und warten. Natürlich habe ich dann auch keine Kontrolle über die Immobilien. Wenn das aber ein guter Real Estate Investment Trust ist, ich persönlich investiere zum Beispiel sehr gerne in Büros in extrem exklusiven Lagen. Zum Beispiel sowas wie, sagen wir mal, irgendwie Marina Bay in Singapur oder sowas. Lagen, die jeder möchte und die auch wahrscheinlich nicht freistehen. Muss ich aber auch ehrlich zugeben, ich hatte zum Beispiel Geld in ein paar Real Estate Investment Trusts drin, die in New York City sehr gute Office Buildings hatten. Und durch natürlich diese ganze Pandemie war es so, dass sehr viele Menschen von zu Hause angefangen haben zu arbeiten. Und ich denke, viele von euch wissen sicherlich, dass in solchen Städten wie San Francisco oder New York sehr viele Office Buildings derzeit freistehen. Und dementsprechend haben auch einige von diesen Real Estate Trusts gelitten. Das ist auch wieder das Risiko, das ich persönlich nicht vorhergesehen habe. Dann Kryptowährung selbstverständlich. Rohstoffe
kann zum Beispiel Kaffee sein, kann whatever sein, Firmenbeteiligung bzw. Projektbeteiligung. Ich bin zum Beispiel über, aber das nennt sich ein patriarchisches Nachrangdarlehen in einer Firma, ich möchte nicht sagen beteiligt, aber ich unterstütze eine Firma mit meinem Darlehen, die sich Python IQ nennt, das ist so eine Wasabi-Firma, da habe ich zum Beispiel Geld drin. Ich bin an allen möglichen YouTube-Projekten derzeit beteiligt, wo ich noch einiges drin zu tun habe, wo ich auch sehr gutes Geld jeden Monat bekomme. Ich investiere Geld in Peer-to-Peer-Kredite, zum Beispiel über die Plattform Mintos, über die Plattform Bondora. Früher hatte ich sehr viel Geld auf Mintos, dann gab es da so ein paar Sachen in Verträgen, die ich nicht schön fand, deswegen bin ich wieder zu Bondora übergegangen. Dann Nachrangdarlehen und Equity Crowd Investing. Also Nachrangdarlehen kann man zum Beispiel über die Plattform Green Rocket, Line Rocket oder Home Rocket. Das sind so die drei vom Wolfgang Deutschmann. Tolle Startups kann man da zum Beispiel, kann man Geld reinstecken praktisch über Line Rocket. Green Rocket, wo ich in Python IQ investiert habe, das ist so eine Plattform für grüne Projekte und Home Rocket ist dann in Immobilien, da kann man halt auch dann solche Nachrangdarlehen geben. Dann Fremdwährung, also Geld in anderen Währungen haben und davon profitieren. Und dann natürlich das nächste, was ich jetzt persönlich tue, ist, ich werde definitiv in Uhren investieren. Zum Beispiel mein guter Kumpel Flo Forelle hat jetzt zum Beispiel eine Pokémon-Karte gekauft, hat auch einige Uhren und ich persönlich habe bisher wirklich noch gar kein Geld in Uhren reingesteckt, aber ich werde jetzt eine AP kaufen tatsächlich, eine sehr, sehr teure Uhr, wahrscheinlich so rund um die 70.000 Euro, die ich da reinstecken werde, die ich vielleicht mal auf dem nächsten Date flexen werde, aber die eher für mein Investment-Portfolio geplant ist. Also praktisch die man dann im Speicher hat. Weil ihr könnt, wie gesagt, wieder außerhalb des Bankensystems alle möglichen Speicher in ganz Deutschland finden. Dort könnt ihr halt hochgesichert eure Wertsachen ablegen, sowas wie Uhren, Gold, Edelmetall, whatever, niemals irgendwie zu Hause haben, sondern das immer außerhalb von eurem Haus irgendwo haben. So, dann, ihr könnt natürlich auch zum Beispiel Geld in Autos investieren. Das ist vielleicht ein bisschen verrückt jetzt die Idee, oder ist keine Idee, aber es gibt zum Beispiel auch einige Autos, die verlieren kaum noch an Wert. Zum Beispiel, manche Autos gewinnen sogar noch an Wert. Manche, zum Beispiel Aventadors, meine ich persönlich, haben auch relativ stark an Wert gewonnen. Oder wenn man zum Beispiel einen gebrauchten Huracan kauft, Huracan ist zum Beispiel der günstigste Lamborghini, den es derzeit so gibt, der noch aktuell ist, ein Gallardo und so, kannst du natürlich noch deutlich günstiger kaufen. Aber zum Beispiel so einen Huracan, den kannst du auch schon gebraucht mit so ungefähr 20.000 Kilometer kaufen für ungefähr 200.000 Euro. Und sehr, sehr viele Leute werden dir sagen, Huracan kann zwar noch ein bisschen an Wert sinken, aber irgendwann ist dieser Punkt erreicht, wo es wahrscheinlich nicht mehr weiter sinken wird. Zum Beispiel beim Gallardo, der ist jetzt schon echt alt, aber also findet man Gallardo unter 100.000 Euro? Findet man sicherlich, aber das sind halt oft schon welche, die sehr viele Kilometer gefahren sind. Wenn du aber zum Beispiel ein Auto haben möchtest, das nicht so extrem an Wert verliert und vielleicht sogar noch an Wert steigt, viele, viele Leute kaufen zum Beispiel derzeit Aventadors, weil Aventadors im Wert wahrscheinlich steigen werden, weil sie nicht mehr produziert werden. Und wenn du zum Beispiel den Aventador pflegst und immer schönes Scheckheft hast und etc. Dann kannst du sicherlich auch Geld in sowas reinstecken. Auch wenn das deutlich volatiler und risikoreicher ist. Also jetzt nicht, dass ich jetzt vorhabe, irgendwie, weiß nicht, einen Aventador oder Huracan zu kaufen, nur wegen Investmentzwecken. Eher wahrscheinlich nicht. Und als nächstes, was ich auch noch machen werde, wo ich mir noch ein bisschen unschlüssig bin, ist Kunst. Ich habe da mit meinem Kumpel, wie gesagt, Flo Forelle, mal drüber gesprochen, als wir uns letztens in Dubai getroffen hatten. Und Kunst ist sicherlich auch ein sehr, sehr interessantes Investment. Ich würde jetzt keine Warhols oder dergleichen als Ganzes kaufen können, weil ich nicht so viel Geld habe. Aber man kann natürlich über Projektplattformen sich an solchen Kunstwerken beteiligen und darüber dann Rendite erzielen. Und dann zum Beispiel die Frage, warum in Uhren investieren? Ich denke, viele von euch haben es vielleicht schon gesehen, dass auch sehr viele Leute im deutschsprachigen Bereich immer wieder ihre Uhren zeigen. Und was viele vielleicht als billiges Flexen wahrnehmen, hat tatsächlich deutlich mehr Sinn, als die meisten Leute vielleicht erahnen. Und ich persönlich hatte auch früher immer so gedacht, gerade wenn ich so irgendwelche Leute auf sozialen Medien gesehen habe, wieso kaufen die sich eine Uhr für 100.000 Euro oder wieso kaufen die sich eine Uhr für eine Viertelmillion oder Patek Philippe oder sowas? Ist doch völlig verrückt. Ich meine, man kann ja ruhig mit seinem Geld angeben, aber warum dann so viel Geld in eine Uhr reinstecken? Das iPhone zeigt doch auch die Zeit. Und wenn du aber irgendwann mal wirklich wohlhabend bist und mit Leuten sprichst, die genau das tun, dann merkst du irgendwann, das ist total smart. Man muss wissen, was man tut, aber wenn man das weiß und ein bisschen paranoid hinsichtlich Regierung ist, dann sind Uhren ein geniales Investment. Warum? Also, schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Zum Beispiel das rechts unten ist die Uhr, die ich relativ bald kaufen werde. Eine Audemars Piguet Royal Oak. Die ist noch mit Diamanten besetzt. Ich weiß nicht, ob ich sie mit Diamanten kaufen werde, weil Diamanten kosten gleich 30.000 Euro mehr und Diamanten sind jetzt nicht so selten. Haben dementsprechend also keinen wirklichen, sie haben schon einen Wert, aber ihr wisst, was ich meine. Vielleicht,
Ich soll es vielleicht erklären. Diamanten sind keine Rarität. Diamantenpreise werden praktisch von ganz wenigen oder eher einer Firma kontrolliert und die können halt die Supply künstlich niedrig halten und dementsprechend den Wert von Diamanten nach oben korrigieren. Und wenn du zum Beispiel eine Iced-Out-Watch hast, eine Iced-Out-Uhr, sowas wie die hier, die Audemars Piguet Royal Oak oder AP, kürze ich es mal ab hier für die Einfachheit, wenn du die natürlich Iced-Out hast, weiß ich nicht unbedingt, ob die auch so einen starken Wertzuwachs hat. Ich werde sie wahrscheinlich dennoch Iced Out kaufen, weil ich sie einfach sehr, sehr attraktiv in diesem Falle auch finde. Warum? Schaut euch rechts mal diesen Artikel an von der FAZ. Also, ich lese es mal vor. Die Preise für Luxusuhren von Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet haben seit 2018 um durchschnittlich 20% pro Jahr zugelegt und damit die Performance des US-Aktienmarktes deutlich übertroffen. Das liegt vor allem an dem Boom-Markt für gebrauchte Chronometer. Das zeigt eine aktuelle Studie. Wenn ihr eine AP zu einem guten Preis bekommt und ihr haltet diese, ihr könnt sie zum Beispiel halt in einem Safe oder wo auch immer lagern, außerhalb vom Bankensystem meines Erachtens ist es gut, dann wie gesagt kann diese Uhr, eine von denen schon alleine dafür sorgen, dass ihr so viel Geld an Rendite jedes Jahr erzielt, dass ihr davon leben könnt in einigen Orten der Welt. Zum Beispiel, wenn so eine Royal Oak, ich sie kaufe für 70.000 Euro und ich kriege eine 20% Rendite, in einigen Jahren sogar eine 30% Rendite, dann sprechen wir hiervon durch 5, sagen wir ungefähr 13.000, 14.000 Euro. Sagen wir mal ein Tausender pro Monat. Wenn ich in Thailand mir ein Kondo miete für 500 Euro und ich habe noch, weiß nicht, 100 Euro für eine internationale Krankenversicherung und 400 Euro für whatever, dann kann ich durch den Kauf einer einzigen Uhr, wenn ich so asketisch leben möchte, tatsächlich aussorgen. Und ich weiß, es ist ja vielleicht eine sehr heftige Milchmädchenrechnung, deswegen nehmt das jetzt bitte nicht für bare Münze, dass ich sage, kauft eine Uhr und ihr habt ausgesorgt. Aber es ist definitiv schon so, dass einfach der Wertzuwachs so gigantisch, gerade bei APs und Patek Philippe und dergleichen ist, dass man einfach damit rechnen kann, dass so eine Uhr vielleicht nicht für immer 70.000 Euro wert sein wird, sondern vielleicht schon in 10 Jahren das Doppelte wert sein wird. Und das ist natürlich mega, mega spannend. Also, warum kauft man aber Uhren? Ihr denkt jetzt vielleicht, die Rendite ist doch super. Es gibt noch viele, viele weitere Gründe. Also, erstmal Wertsteigerung natürlich, 20% oder mehr von hochwertigen Marken. Jetzt nicht irgendwie denken, dass wenn ihr, weiß ich nicht, eine Swatch-Uhr kauft, dass die um 20% pro Jahr steigt. Definitiv nicht. Richtig, richtig hochwertige Uhren, die steigen um 20% pro Jahr. Sie sind extrem liquide und sie sind leicht zu bewegen. Wenn ihr nicht so viel Bock auf Regierung habt, dann ist es natürlich sehr einfach, mit solch einer Uhr im Schengen-Raum über Grenzen zu kommen. Und es ist selbstverständlich auch sehr liquide. Das heißt, ihr könnt dann zum Beispiel, weiß ich nicht, nach Frankreich fahren und könnt die in Paris verkaufen. Und diese Uhren werden auch derzeit von Investmentfonds aufgekauft. Und das Interessante daran ist, dass diese zu einer künstlichen Verknappung führen. Das heißt, sagt mir zum Beispiel ein Investmentfonds, hey, lass uns doch mal 20.000 Rolex kaufen. Und ein nächster sagt, lass uns 50.000 Rolex kaufen. Und schon ist halt ein sehr großer Teil von den jedes Jahr releaseden Uhren vom Markt runter. Und deswegen ist es so schwer, sehr viele Rolex zu bekommen. Zum Beispiel in Dubai kriege ich alles, aber versucht mal in Berlin zum Beispiel genau die Rolex zu bekommen, die ihr gerne haben wollt. Ist ein bisschen schwer. Es gibt natürlich tolle Händler hier in Berlin, zum Beispiel Vempo oder sowas, die haben sehr viele Rolex rumliegen. Aber sehr viele andere Händler sind einfach nicht fähig, euch bestimmte Rolex zu geben, weil diese vom Markt runtergekauft wurden. Und diese Verknappung sorgt natürlich dafür, dass diese Uhren auch deutlich mehr wert werden in der Supply. Und dann, letzter Punkt, für Doomsday-Enthusiasten, es ist nicht einfach, euch eine Uhr wegzunehmen. Wenn ihr was an der Wrist habt, am Arm habt, was 70.000 Euro kostet und ihr aus irgendeinem Grund mal insolvent geht oder ein Problem existiert mit eurem Business oder whatever, versucht mal, diese 70.000 Euro als Start von euch zu nehmen. Ihr könnt immer sagen, oh, das Ding ist mir verloren gegangen. Oder ich habe das Ding aus Versehen, ist mir runtergefallen und dann, oder auf welchen Grund auch immer. Ich sage nicht, dass ihr es machen sollt. Bleibt immer schön auf der richtigen Seite. Aber es ist natürlich eine Motivation von Doomsday-Enthusiasten, also Leuten, die glauben, eine Regierung könnte ausflippen und einem alles wegnehmen, was nicht unbedingt unrealistisch ist. Und natürlich, im Schengen-Raum lässt sich sowas auch sehr steuereffizient verkaufen. Das heißt, man hat einen Wertzuwachs, man kann es steuerlich effizient verkaufen, in sehr vielen Ländern auch ohne, dass festgestellt wird, wer der eigentliche Verkäufer ist, weil es dafür keine Regularien gibt. Bei Gold habe ich das sehr schnell, bei Uhren eher nicht in vielen Ländern. Und es entzieht sich dementsprechend auch der staatlichen Kontrolle. Und für die Leute, die Doomsday-Enthusiasten sind, ist das natürlich ultra, ultra, ultra interessant. Und deswegen kaufen sehr viele Leute Uhren. Es ist die perfekte Kombination, wenn man die richtige Uhr wählt, aus Rendite, aus Liquidität, aus Beweglichkeit und natürlich auch aus Steuereffizienz und dem Wegfall der staatlichen Kontrolle.
So, ich hoffe, das war heute mal ein interessanter Insight. Ich lerne immer weiter hinzu. Ich bin noch nicht da, wo ich sein möchte. Ich werde noch viel, 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 viel weiterarbeiten und hoffentlich euch noch viel mehr Insights in der Zukunft geben können. Was haltet ihr von diesem Video? Schreibt es gerne mal in die Kommentarsektion rein. Das war's dann schon wieder fürs heutige Video. Ich danke euch und ich hoffe, dass wir uns bald in einem von meinen anderen Videos wiedersehen können.